One, two, three, four. Also live ist natürlich, die Songs werden zum Leben erweckt sozusagen, sprichwörtlich. Und für uns ist immer ganz wichtig, dass da nicht allzu viel Routine entsteht. Also wir machen das auch ganz gerne mal, dass wir während des Konzerts die Setliste spontan umschmeißen. Dann ist man ein bisschen gefordert auch, man muss sich wieder ein bisschen konzentrieren. Aber das macht es irgendwo aus, so entsteht keine Routine. Und was auch ganz interessant ist, man nimmt ja die Songs auf, dann hört man sich ja seine eigenen Alben oder seine eigenen Singles jetzt nicht tagtäglich an. Und was ganz witzig ist, als manchmal, wenn man dann nach einer gewissen Zeit mal wieder das Original anhört, man denkt ja immer, man performt es genauso, wie man es aufgenommen hat, also beispielsweise ich beim Singen, dass ich es genauso phrasiere wie auf dem Album, und erschrecke dann manchmal doch, und wenn ich merke, dass ich eigentlich das mittlerweile ganz anders phrasiere, das und hätte ich halt eben nicht gedacht, also ich dachte, ich bin da relativ nah am Original. Rest your head for one more time, close your eyes and you'll be fine. Dream. Das ist für mich live. Ja. Also jede Schramme erzählt eine kleine Geschichte von unseren Konzerten, unseren unzähligen Konzerten. Und das ist auch für uns sehr wichtig. Ich werde oft, sehr oft auf den Zustand meiner Gitarre angesprochen, aber ich würde nichts daran ändern wollen. Also das ist genau so, weil der Klang verändert sich immer zum Positiven, je länger man sie spielt. Und auch wenn die Decke nicht gerade ein Augenschmaus ist, würde ich nichts daran ändern wollen. Ja. Es sei denn, es ist keine Decke mehr vorhanden, dann muss sie zur Reparatur. Und das Publikum ändert sich halt ständig natürlich von Auftritt zu Auftritt. Die Gegebenheiten ändern sich. Mal ist der Sound trockener, mal ist er vielleicht größer auch und so, das Spektakel größer, je nachdem. Das heißt, man spielt die Songs dann auch natürlich immer ein Stück weit anders, auf die Gegebenheiten oder an die Gegebenheiten angepasst. Und genau das macht es für mich spannend.